Hallo, ich habe hier ein paar Karabiner hingelegt und möchte etwas über die jeweiligen Vor- und Nachteile erzählen. Diese Karabiner haben unterschiedliche Formen. Es gibt die sogenannten O-Karabiner und es gibt die sogenannten D-Karabiner. Wenn ich den andersrum hinlege, erkennt man gut, weswegen diese Form D genannt wird. Das hier ist ein sogenannter H-Karabiner. Das H ist oft auf den Karabiner gedruckt. Und oft ist auch um das H herum ein kleiner Kreis gedruckt. Das sieht dann aus wie ein Hubschrauberlandeplatz. Ein H-Karabiner wird auch HMS-Karabiner genannt. Und HMS steht für Halbmastwurfsicherung. Das heißt, wenn ich in diesen Karabiner einen Halbmastwurf einlege, das ist dieser Knoten, dann kann das Seil durch ihn durchlaufen. Wenn das Seil seine Bewegungsrichtung ändert, dann kann der Knoten durch den Karabiner umklappen. Deswegen hat der Karabiner diese Birnenform. Er ist oben sehr viel breiter als unten. Bei einem D-Karabiner kann der Halbmastwurf nicht umklappen. Das heißt, in der einen Richtung kann das Seil durch ihn laufen. Aber wenn die Bewegungsrichtung sich ändert, dann verhakt es unter Umständen einfach nur. Gut, die Karabiner bestehen im Regelfall aus einem nicht geschwächten Schenkel, das ist der hier, und aus einem Schenkel mit einem Schnapper. Das heißt, diesen Schnapper kann ich öffnen. Kann ich öffnen, um den Karabiner irgendwo einzuhängen oder um ein Seil in ihn hineinzulegen. Diesen Schnapper gibt es aus Aluminium oder natürlich auch aus Stahl und es gibt auch den sogenannten Drahtschnapper. Und manche dieser Schnapper können verriegelt werden. Das heißt, bei diesem Karabiner, den kann ich zuschrauben, dann lässt sich der Schnapper nicht mehr öffnen. Auf den meisten Karabinern, die wir hier sehen, sind drei Werte angegeben. Und zwar ist es die Bruchlast des Karabiners in verschiedenen Belastungssituationen. Das eine ist die Belastung in dieser Richtung, da hält dieser Karabiner 26 kN. Das andere ist die Belastung, die sogenannte Querbelastung, da hält dieser Karabiner 8 kN. Und das dritte ist keine andere Belastungsrichtung, sondern das ist der Zustand, wenn der Schnapper offen steht. Das heißt, in diesem Fall hält dieser Karabiner noch 10 kN. Leider kommt es immer wieder dazu, dass Karabiner belastet werden, wenn der Schnapper offen steht. Und ich beschreibe auch ganz kurz, wie das passieren kann. Diese beiden Karabiner nutze ich am liebsten, um meine sogenannten Pärchen daraus zu bauen. Man kann sie auch fertig kaufen. Das hier ist ein sogenanntes Pärchen. Oder manche nennen es auch Exe. Das ist die Kurzform von Express Set. Oder im englischsprachigen Quick Draw. Dieses Quick Draw kann ich ganz schnell irgendwo hinhängen, deswegen heißt es so. Ich kann zum Beispiel, wenn ich am Fels ein Plättchen vorfinde, das heißt, da hat jemand ein Loch in den Fels gebohrt und ein solches Plättchen festgeschraubt, ganz schnell den schwarzen Karabiner an den Fels hängen und in den roten das Seil klippen. Jetzt ist es in dieser Situation ganz wichtig, dass ich das immer auf die gleiche Art und Weise mache, weil auf der Felsseite entstehen oben im Karabiner kleine scharfe Kanten und das schwächt den Karabiner nicht, jedenfalls nicht relevant. Es ist also nicht so, dass dieser Karabiner jetzt nichts mehr hält, nur weil er da oben ein paar Kratzer hat, aber diese Kratzer sind schlecht für das Seil. Das heißt, wenn durch diesen Karabiner das Seil laufen würde, würde das Seil schnell verschleißen. Deswegen kommt bei mir immer nur das Seil in den roten Karabiner und an den Fels kommt immer nur der schwarze Karabiner. Jetzt wollte ich aber eigentlich darauf eingehen, wieso der Schnapper offen stehen könnte. Wir sehen bei diesem Pärchen zwei unterschiedliche Schnapper. Und zwar sehen wir auf der Seilseite diesen sogenannten Drahtschnapper und auf der Felsseite diesen aus Aluminium mit dem sogenannten Keylock. Wenn das Quick Draw oder das Pärchen am Fels hängt und auf der anderen Seite das Seil geklippt ist und ich klettere und ich höre auf zu klettern und fange an zu fliegen, ich stürze und falle ins Seil hinein. Dann ist es im Regelfall so, dass die Seilseite gegen den Fels schlägt. Und bei den Drahtschnapper passiert dann nicht viel. Das heißt, die träge Masse des Drahtschnappers ist so gering, dass dieser Karabiner sich nicht öffnet. Ganz anders sieht es bei diesem Keylock-System aus. Das heißt, dieser Karabiner öffnet sich. Und er öffnet sich genau in dem Moment, in dem er gegen den Fels schlägt und in dem das Seil an ihn zieht. Das heißt, ich klettere, ich stürze, der Karabiner schlägt gegen den Fels, der Schnapper öffnet sich und der Karabiner wird offen belastet. Deswegen ist es durchaus relevant, was ein solcher Karabiner hält, wenn der Schnapper offen steht. Das sind in dem Fall noch 10 kN.
Bei dem Drahtschnapper passiert das nicht so leicht. Der springt halt nicht auf, anders als dieser Keylock. Wenn wir uns die beiden Karabiner nochmal genau angucken, stellen wir fest, dass der mit dem Drahtschnapper 30 Kilonewton hält, wenn er geschlossen ist, und der mit diesem Keylock nur 26. Das heißt, dieser rote Karabiner hält sogar mehr als der schwarze. Jetzt könnte man sich fragen, warum ich dieses Pärchen nicht aus zwei Karabinern mit zwei Drahtschnappern gebaut habe. Solche Pärchen gibt es. Mir ist aber ganz wichtig, dass ich auf der anderen Seite diesen Keylock habe. Dieser Keylock hat keine Nase, anders als hier bei dem Drahtschnapper. Hier haben wir eine Nase hängen. Diese Nase birgt folgendes Risiko. Und zwar kann es passieren, wenn ich ein Plättchen am Fels vorfinde und ich den Karabiner einhängen will, dass er nicht gut hängt, sondern dass er schlecht hängt. Wenn ich hier jetzt ins Seil falle, wird dieser Karabiner an der Ecke da oben brechen, weil er für diese Belastung einfach nicht gemacht ist. Das heißt, müsste bei diesem Karabiner immer darauf achten, dass er richtig hängt. Er kann entweder nicht hängen, er kann gut hängen oder er kann sehr, sehr schlecht hängen. Und das kann mit diesem schwarzen Keylock-Karabiner nicht passieren. Der hängt entweder nicht oder er hängt gut. Aber es ist unmöglich, dass er irgendwie schlecht hängt. Das heißt, entweder er hängt oder er hängt nicht. Aber er hängt niemals schlecht. Bei diesem Pärchen ist mir noch etwas weiteres sehr wichtig. Die Seite, auf der ich das Seil klippe, die habe ich fixiert mit der Bandschlinge. Also ich habe das nicht gemacht, sondern das kann man so kaufen. Die Bandschlinge sollte man vielleicht ab und zu austauschen. Die verschleißt etwas schneller als der Karabiner. Diese Fixierung macht es mir leichter, das Seil zu klippen. Das heißt, dieser Karabiner dreht sich jetzt nicht weg. Es ist mit der nicht fixierten Seite etwas schwieriger. Das heißt, wenn ich versuche, hier das Seil reinzudrücken, kann es sein, dass dieser Karabiner dabei wegdreht. Diese Fixierung hat aber auch noch den Vorteil, dass dieser Karabiner nicht querbelastet werden kann. Das heißt, diese Querbelastung, da hält er nur 8 Kilonewton, ist kaum möglich, weil der Karabiner an der Bandschlinge befestigt ist. Auf dieser Seite könnte das vielleicht passieren. Und deswegen gab es auch mal die Empfehlung, diese Felsseite auch zu fixieren. Ich bin dieser Empfehlung nicht nachgekommen. Und ich kann auch begründen, weswegen. Und es wäre sehr blöd gewesen, dieser Empfehlung nachzukommen. Und sie wurde zum Glück auch widerrufen. Und zwar kann etwas viel Schlimmeres passieren. Wenn ich die nicht fixierte Seite am Fels eingehakt habe und in der anderen Seite das Seil hängt und ich klettere, dann wackel ich dabei am Seil. Und dadurch wackel ich natürlich an diesem Pärchen. Und was wir jetzt sehen ist, naja, das schlackert hier irgendwie so hin und her. Es kann sich hier auch mal drehen. Jetzt hat sich der schwarze Karabiner um 180 Grad gedreht. Aber egal, was ich hier tue, also zum einen ist es sehr schwierig, ihn irgendwie quer zu belasten, weil es wird sich immer so hintübeln, dass er dann doch längs belastet wird. Aber ich kriege es nicht hin, diesen schwarzen Karabiner irgendwie auszuklippen. Egal, was ich mache, der bleibt drin. Anders sieht es aus, wenn ich die fixierte Seite habe. Jetzt hätte ich hier in dem schwarzen Karabiner das Seil und jetzt kann es sehr leicht passieren, dass dieser Karabiner sich ausklippt. Insofern sollte die Felsseite niemals fixiert sein, sondern die Felsseite sollte sich schön frei drehen können. Ich achte bei meinen Bandschlingen darauf, dass das Loch hier schön groß ist, damit das wirklich sehr leicht läuft und dieser Karabiner beim Fels auch immer eingehängt bleibt. Gut, jetzt sind wir auf die Vor- und Nachteile des Drahtschnappers und des Keylocks eingegangen. Jetzt gibt es Hersteller, die haben sich was ganz Tolles ausgedacht. Die haben versucht, beides in einem herzustellen. Und das hier ist eine dieser Möglichkeiten. Das heißt, wir haben hier einen Drahtschnapper. Dieser Karabiner geht nicht auf. Und er hat hier keinen Haken. Das ist also eine tolle Lösung. Dieser Karabiner ist allerdings ziemlich teuer. Und seine Werte sind nicht unbedingt gut. Also er hält nicht viel. Das hier ist eine geschicktere Lösung und etwas moderner. Das heißt, auch hier haben wir einen Drahtschnapper, der nicht aufspringt. Und wir haben hier keinen Haken, wo etwas hängen bleiben kann. Dieser Karabiner ist auch für das Seil gedacht. Er unterscheidet sich, die Schnapperform unterscheidet sich, die ist gebogen. Und diese gebogene Form soll es leichter machen, das Seil zu klippen. Das heißt, hier wäre der schwarze Karabiner für den Fels gedacht. Und der rote fürs Seil. Gut, um das Thema Pärchen abzuschließen. Ach ja, ich habe hier noch was Schönes.
Wenn ich mal zu kurz sein sollte, das heißt, ich befinde mich in einer Tour und der nächste Haken ist zu weit weg. Ich bin einfach 10 cm zu klein. Ich kriege das nächste Pärchen nicht aufgehängt und ich kriege das Seil nicht geklippt. Und wenn ich das schaffen würde, würde sich meine Sturzweite deutlich reduzieren und deswegen möchte ich das möglichst früh können. Dann gibt es die sogenannte Panikechse. Das heißt, wenn ich hier den Schnapper öffne, dann bleibt der Karabiner offen und er bleibt so lange offen, bis er im Haken hängt. Und ich bin hier eine ganze Ecke länger. Das heißt, ungefähr 10, 20 cm früher kann ich diesen Karabiner schon in den Haken hängen. Und danach kann ich hier unten mein Pärchen reinhängen und da unten das Seil klippen. Wenn ich das jetzt gemacht habe, kletter ich weiter. Seil bleibt hier unten natürlich drin, kletter bis zum Haken und hänge dann das Pärchen, ein anderes Pärchen hier oben rein, klippe dann dort das Seil und hake das hier wieder aus und nehme es wieder mit. Das ist ganz wichtig, damit ich den Sicherungspunkt nicht um diese blaue Länge weiter nach unten geschoben habe. Also die meisten, die solche Haken an den Fels setzen, die machen sich ja schon Gedanken, an welchen Positionen sie das tun. Und die wollen schon, dass man sich hier sichert und nicht einen halben Meter weiter unten. Gut, es gibt da noch eine andere Variante von. Das hier ist nämlich ein ganz normaler Schnappkarabiner. Der steht jetzt offen und wenn er eingehängt wird, dann springt er zu, aber er ist nicht verschlossen. Das ist also ein ganz normaler Schnappkarabiner. Es gibt von der Firma Kong den Frog. Dieser Karabiner, den kann ich auch scharf machen. Und wenn ich ihn jetzt einhänge, dann springt er zu. Und wenn ich jetzt hier auf der einen Seite drücke, dann bleibt er zu. Und wenn ich auf der anderen Seite drücke, bleibt er auch zu. Ich muss schon beide Seiten drücken, um ihn zu öffnen. Das heißt, dieser Karabiner ist um einiges sicherer am Fels. Deswegen habe ich auf der Seilseite auch einen Schraubkarabiner. Diesen Frog nutze ich ganz gerne, wenn ich feige bin und an den ersten Haken nicht anklettern möchte. Dafür habe ich meinen 3D-Drucker genommen und eine Zeltstange und habe für diese Zeltstange dieses kleine Plastikteil ausgedruckt, in dem ich diesen Frog einhängen kann und an der Zeltstange befestigen kann. Und jetzt kann ich eben je nach Länge der Zeltstange schon von unten aus den ersten Haken klippen und dann gesichert zu ihm klettern. Und dann die Tour weitergehen. Gut, um noch auf weitere Besonderheiten von Pärchen einzugehen. Das hier ist auch ein Pärchen, das ich oft am Gurt habe. Manchmal ist es für den Seilverlauf nicht ungeschickt, Pärchen in verschiedenen Längen zu haben. Manchmal braucht man sehr lange, damit das Seil gut läuft. Und dieses Pärchen unterscheidet sich in der Länge jetzt kaum von meinem normalen Pärchen am Gurt. Ich kann aber diesen unteren Schnapper, nachdem ich das hier in den Fels gehängt habe, einmal aushängen und in einem dieser Schlaufen belassen und daran ziehen. Und plötzlich habe ich dieses Pärchen deutlich verlängert. Damit das möglich ist, präpariere ich mir dieses Pärchen so, indem ich diesen unteren Karabiner hier oben einmal durchstecke und danach alle drei Seil Bandschlingen, Schlaufen in den roten Karabiner einhänge. Wenn ich das so präpariert habe, dann kann ich nämlich das Ganze einfach einhängen, öffne jetzt den unteren Schnapper und lasse einfach nur eine Schlaufe in ihm und kann es langziehen. Es gibt noch weitere spezielle Pärchen. Die Verlängerung nutzt man, um den Seilverlauf besser zu machen, damit es zum Beispiel weniger Seilreibung gibt. Die Seilreibung lässt sich auch reduzieren, wenn man einen solchen Karabiner nimmt. Der hat hier unten eine Rolle eingebaut und über diese Rolle läuft das Seil. Dadurch kann man weicher gesichert werden, weil es weniger Seilreibung gibt und damit kann man natürlich, wird der Sturz dann angenehmer für denjenigen, der klettert. Der sichert, kriegt jetzt einen größeren Fangstoß ab. Das kann die Belastung für die letzte Zwischensicherung deutlich reduzieren. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Belastung für die letzte Zwischensicherung deutlich zu reduzieren. Und das ist ein sogenannter Bandfalldämpfer. Das heißt, ich nehme das hier mal auseinander. Hier käme jetzt der Karabiner auf der Felsseite hinein, hier unten der auf der Seilseite. Und wenn ich hier reinfalle, dann reißt diese Naht hier zwischen auf. Und das reduziert dann die Belastung für die letzte Zwischensicherung. Das funktioniert natürlich nur einmal. Das Ding hier ist danach kaputt.
Das gibt es von anderen Herstellern auch. Hier ist es jetzt nochmal eingeschweißt. Wenn einem das zu blöd ist, dass das nach einmaliger Benutzung nicht mehr zu verwenden ist, kann man sich auch dieses Ding kaufen. Hier kommt der Karabiner auf der Feldseite hinein, hier dafür die Seilseite. Und wenn ich hier reinfalle, dann rutscht diese Bandschlinge durch dieses Aluminiumstück durch. Und diese Bandschlinge darf ich danach wieder zurückschieben. Das darf ich aber nicht beliebig oft machen. Wenn mir das einmal passiert sein sollte, muss ich hier dieses Loch aufreißen. Dann habe ich markiert, mit dieser Bandschlinge ist es mir schon einmal passiert. Wenn es mir das zweite Mal passiert, reiße ich das zweite Loch auf und so weiter. Und wenn es mir sechsmal passiert ist, dann muss ich diese Bandschlinge erneuern. Das kann bei schlechten Zwischensicherungen durchaus sinnvoll sein, sowas zu verwenden. Insbesondere, wenn man hart gesichert wird. Gut, meine Angsthasen-Echse habe ich auch noch gerne am Gurt. Das heißt, sowohl die Feldseite als auch die Seilseite sind Schraubkarabiner. Ich fühle mich deutlich wohler, wenn ich das benutze. Und im Wesentlichen benutze ich es auch nur deshalb, weil ich mich dann wohler fühle. Gut, jetzt waren wir bei den Schraubkarabinern. Also das Zuschrauben des Karabiners sorgt dafür, dass sich der Schnapper nicht mehr öffnen lässt. Für viele Anwendungen ist dieses Zuschrauben die beste Art, einen Karabiner zu verriegeln. Es gibt auch andere Verriegelungen, aber dieses Zuschrauben funktioniert in dreckigen Umgebungen am zuverlässigsten. Alle anderen Systeme versagen, wenn es zum Beispiel sehr, sehr sandig wird. Da gibt es zum Beispiel das, was die Industriekletterer sehr gerne nutzen. Das sind die sogenannten Schiebetwist-Karabiner. Das hier ist ein Dreiwege-Karabiner. Ich muss also erst einmal schieben, dann kann ich ihn drehen und jetzt kann ich ihn öffnen. Das heißt 1, 2, 3, deswegen Dreiwege-Karabiner. Es gibt auch sogenannte Zweiwege-Karabiner. Das hier ist ein Zweiwege-Karabiner. Das heißt, ich kann ihn einfach nur drehen und dann aufmachen. Das sind also zwei Wege. 1, 2. Im Gegensatz dazu ist das hier ein Dreiwege-Karabiner. Also auch hier muss ich erst schieben, dann drehen, dann aufmachen. Und hier der ganz normale Schraubkarabiner. Jetzt ist er offen, jetzt ist er verschlossen. Sehr beliebt ist der sogenannte Ball-Lock. Der gilt auch zu Recht als sehr sicher. Ich drücke diesen grünen Ball. Jetzt kann ich ihn erst drehen und dann aufmachen. Das heißt, auch das hier ist ein Dreiwege-Karabiner. Ich muss erst drücken, dann drehen und dann kann ich ihn öffnen. Das hier ist aber ein Karabiner, der in sandiger Umgebung kaum benutzt werden wird, weil die Sandkörner sich hinter diesen grünen Ball schieben. Und danach muss ich ihn gar nicht mehr drücken, sondern dann wird aus diesem Dreiwege-Karabiner plötzlich ein Zweiwege-Karabiner, weil dieser grüne Ball einfach gar nicht mehr hochkommt. Und dieser Zweiwege-Karabiner ist natürlich bei weitem nicht so sicher wie ein guter Dreiwege-Karabiner. Dann hilft es natürlich, den Karabiner mit Pressluft oder Ähnlichem zu reinigen. Dann funktioniert er wieder. Es gibt eine noch sicherere Variante von diesem Ball-Lock und das ist dieser Karabiner der Firma Petzl. Hier müsste ich diesen kleinen Pin drücken. Das kann ich aber nicht mit der Hand. Also bei diesem Ball-Lock könnte es mir ja passieren, dass wenn ich einfach nur zugreife, er schon aufgeht, weil er ja dafür gemacht ist, dass ich ihn aufmachen kann. Und das kann mir hier nicht passieren. Hier brauche ich nämlich ein Werkzeug, um ihn zu öffnen. Das heißt, ich habe diesen kleinen Pin und den muss ich drücken. Das heißt, dieser Ring ist damit bei. Ich kann mit diesem Werkzeug diesen Karabiner öffnen. Das ist natürlich sehr umständlich mit diesem Pin. Deswegen gibt es von der Firma Petzl einen Handschuh. Da ist ein Nippel direkt in den Daumen eingenäht, damit ich mit diesem Handschuh diesen Karabiner auch wieder schnell und leicht öffnen kann. Allerdings ist natürlich dann die Gefahr auch wieder genauso groß, dass ich ihn aus Versehen beim Anpacken schon öffne, weil ja der Handschuh diesen Pin da auch hat. Gut, das sind also jetzt die B-Karabiner mit den verschiedenen Verschlusssystemen. Die O-Karabiner, die ich hier habe, ja, das kann ich im Video schlecht vorführen, aber die sind richtig schwer. Das hier ist nämlich Stahl. Vielleicht hört man es, wenn ich es fallen lasse. Also der hier macht einfach nur Plöck und der hier macht Bong. Also die sind richtig schwer im Gegensatz zu dem hier. Das führt allerdings auch dazu, dass diese Stahlkarabiner richtig stabil sind. Also das hier ist auch ein Stahlkarabiner, der ist richtig schwer, den will niemand am Gurt bei sich tragen. Der hält aber auch 50 Kilonewton. Nehmen wir mal den Petzl Williams Karabiner. Der hier hält in seiner Hauptbelastung
Belastungsrichtung, ach, da habe ich das Klebeband drüber geklebt. Ich meine 25, also 22 müsste er, sonst wäre er nicht zugelassen worden. Nehmen wir mal irgendeinen anderen Karabiner, wo ich es noch lesen kann. Der hier hält auch 25 Kilonewton in dieser Belastungsrichtung. Und hier sind es, was habe ich eben gesagt, 50 Kilonewton. Also der hält das Doppelte hier. Allerdings ist er, wie gesagt, so schwer, dass ihn wirklich niemand durch die Gegend tragen möchte. Hier hat jemand, ich möchte fast sagen, etwas geschummelt, weil dieser Karabiner auch sehr viel halten können soll angeblich, und zwar 33 kN. Und geschummelt deshalb, weil diese 33 kN muss dieser Karabiner in einem Test natürlich beweisen, dass er das hält. Und dieser Test wird mit zwei Stahlbolzen durchgeführt. Der eine Stahlbolzen sitzt hier unten in der Ecke und der andere sitzt hier oben. Und bei diesem Test rutscht natürlich der obere direkt hier oben in die Ecke. Das heißt, die beiden Bolzen sitzen direkt dicht an diesem nicht geschwächten Schenkel, also weit weg von dem Schnapper. Der Schnapper hier hält natürlich weniger als die Seite, wo kein Schnapper sitzt. Deswegen hält dieser Karabiner aufgrund dieser komischen Form, dieser spitzen Ecke da oben, bei dem Test einfach mehr als einer, der hier oben rund geformt ist, weil da natürlich der Stahlbolzen oben eher mittig sitzt. In Realität, wenn ich einen Halbmastwurf zum Beispiel in diesen Karabiner einlege, dann hat das oben auch wieder Abstand von diesem Schenkel. Das heißt, in Realität hält der hier nicht unbedingt mehr als der hier, obwohl der hier mit 33 kN getestet wurde und der hier nur mit 25. Gut, so viel zu der Haltbarkeit. Eine Besonderheit bei der Bruchlast von Karabinern ist dieser kleine blaue Karabiner. Da stehen nur zwei Werte. Das heißt, der hier hält 25 kN in dieser Belastungsrichtung und 8 kN hält er, wenn er quer belastet wird. Der dritte Wert für den Zustand, wenn der Schnapper offen steht, der steht hier nicht drauf. Es liegt daran, dass dieser Karabiner fürs Sportklettern gar nicht zugelassen ist. Der hat zwar, ist geprüft nach zwei EN-Normen, die hier auch draufstehen, die sind allerdings nur fürs Industriekletter gedacht. Und der Industriekletterer muss diesen Karabiner immer zuschrauben und deswegen kann der nie offen belastet werden und deswegen wurde auch nicht geprüft, was er hält, wenn der Schnapper offen steht. Gut, die Schnapper. Was haben wir hier noch an Verriegelungsmöglichkeiten für die Schnapper? Das hier ist ein etwas älterer Karabiner, finde ich eigentlich auch ganz toll. Die Verriegelung ist aus Kunststoff. Das macht jetzt keinen so soliden Eindruck. Allerdings ist es auch ein Dreiwege-Karabiner. Ich muss erst den Knopf drücken. Jetzt kann ich allerdings dieses gelbe Kunststoffteil drehen. Und es springt nicht von alleine zurück. Ich kann es in die eine Richtung drehen und jetzt kann ich es aufmachen. Ich könnte es aber auch, wenn ich möchte, ich habe den Knopf gedrückt, in die andere Richtung drehen und jetzt kann ich ihn aufmachen. Dementsprechend verschließt sich dieser Karabiner auch nicht von alleine. Ich muss erst das gelbe Kunststoffding so weit drehen, bis der grüne Punkt wieder rauskommt, dann ist er verschlossen. Der Borlock-Karabiner, der hat halt eine Feder eingebaut, das heißt, der springt von alleine zurück und ist jetzt auch verschlossen. Das hat dieser Karabiner nicht. Dieser Kunststoff wirkt natürlich nicht sehr solide, das heißt, man hat schon das Gefühl, dass dieser Karabiner, obwohl er verschlossen ist, sehr leicht öffnen könnte. Allerdings in dieser Richtung halten die Karabiner alle nicht viel. Das heißt, jeder Karabiner, wenn er so auf den Boden legt und hier tritt jemand drauf, dann entsteht hier einfach eine weitere Kerbe und der Karabiner ist offen. In dieser Richtung, von außen drauf drücken, halten die Karabiner nicht. Das ist ganz lustig, wenn man im Internet sich Bilder anguckt von Leuten, die Selfies von sich schießen, wie sie oben an irgendeinem Umlenker angekommen sind. Umlenker ist ja oft so ein Ring am Fels. Dann hängen die ihre Selbstsicherung da rein. Wenn sie es gut machen würden, dann kämen die von unten an. Hier, mein Bein ist jetzt die Felsseite und würden ihren Karabiner mit der Selbstsicherung so in den Ring hängen. Das heißt, die nicht geschwächte Seite des Karabiners liegt jetzt an der Felswand an. Das heißt, wenn die da ein bisschen rumturnen und dann da auch ein bisschen reinfallen, dann wird dieser Karabiner zuverlässig halten. Bei ungefähr der Hälfte der Selfies wird aber dieser Karabiner, und das ist auch einfacher, nicht so von unten in den Ring gehängt, wie man es eigentlich sollte, sondern er wird, ist auch wie gesagt einfacher, von oben reingehängt. Wenn ich jetzt aber hier rein drin hänge und die Felswand nicht ganz glatt ist, sondern hier vielleicht eine Ecke hervorsteht, dann drückt diese Ecke auf den Verschluss. Das heißt, man sollte niemals den Karabiner von der Selbstsicherung an den Fels von oben einhängen, sondern man sollte es grundsätzlich von unten machen.
die Hälfte macht es auch ungefähr richtig. Ganz interessant dabei finde ich diesen Karabiner. Das ist ein Karabiner, der hat zwei Schnapper. Und bei diesem Karabiner wüsste ich nicht, weswegen er in dieser Belastungsrichtung, also die Querbelastung, die klassische, weniger halten sollte, als wenn ich von außen auf ihn drauf drücke. Ich finde den Karabiner auch sonst ganz toll. Das heißt, ich bin durchaus dazu in der Lage, ihn mit einer Hand an einen Haken zu hängen. Ich kann ihn jetzt umdrehen. Und ich bin auch dazu in der Lage, mit einer Hand ihn zu öffnen, um das Seil da reinzuwerfen. Und ich sehe keine Möglichkeit für das Seil, da irgendwie wieder rauszukommen. Wenn ich das Seil aber draußen haben möchte, muss ich nur den einen Schnapper aufbiegen, das Seil dazwischen schieben und dann kriege ich das Seil auch wieder raus. Also er lässt sich gut mit einer Hand bedienen, er verschließt sich von alleine und ich halte ihn für sehr robust. Dieser Doppelschnapper gibt es dann noch in anderen Varianten, auch als Drahtschnapper. Das heißt, auch hier ist es mir sehr leicht möglich, irgendwie das Seil reinzukriegen und das Seil bleibt zuverlässig in dem Karabiner. Seil bleibt zuverlässig in den Karabinern. Ich habe ja eben von den Pärchen gesprochen. Ich suche gerade noch mal eins. Hier habe ich eins. Das heißt, die eine Seite hänge ich in den Fels, die andere Seite nutze ich, um das Seil zu klippen. Wir waren schon bei dem Thema, dass der schwarze Karabiner am Fels möglichst eingehängt bleiben soll. Auch das Seil soll möglichst in den roten Karabiner bleiben. Und es gibt eine Möglichkeit, wie das Seil sehr leicht aus dem Karabiner rausfliegen kann. Und zwar ist dieser Karabiner ja dafür gedacht, dass man ein Seil da reinwerfen kann. Und leider kann das Kletterseil auch ein zweites Mal sein. Und dann ist das Seil draußen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wenn ich, hier unten ist die Felswand, hier hängt mein Pärchen, dass das Seil an der Felswand entlang durch den Karabiner zu mir führt. Das heißt, ich muss das Seil entsprechend so klippen. Wenn ich nämlich jetzt klettere und ich stürze, dann ist es so sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Seil den Karabiner verlässt. Wenn ich das verkehrt rum klippe, das heißt, das Seil geht ja, Richtung Fels durch den Karabiner und ich stürze jetzt, dann kann sehr leicht, ich muss es auf der anderen Seite einmal festhalten, Folgendes passieren. Das Seil strafft sich, liegt am Verschluss an und fliegt raus. Das heißt, das Seil sollte immer am Fels entlang durch den Karabiner zu mir führen, damit es nicht herausfliegt, sollte es einmal verkehrt rum sein, das heißt, das Seil läuft durch den Karabiner zum Fels, kann es sehr leicht sein, dass wenn ich stürze, das Seil aus dem Karabiner fliegt. Ja, deswegen, ich sprach ja schon von meiner Angsthasenechse, die ich zuschraube, da kann das natürlich definitiv nicht passieren. Gut, Verschlusssysteme. Die Firma Skylotech, das sind die orangenen hier. Der graue hier ist auch von Skylotech. Die haben da Verschiedenes probiert. Jetzt gibt es zum einen diesen Karabiner, da muss man rechts und links drauf drücken und schon lässt sich der Verschluss öffnen. Von diesem Karabiner bin ich kein Freund, weil das sehr, sehr leicht geht. Also man kann den sehr, sehr leicht öffnen. Er ist zwar jetzt irgendwie dann doch verschlossen. Dieses sehr, sehr leicht öffnen kriegt eben auch das Seil hin. Deswegen gefällt mir der nicht. Ein bisschen besser gefällt mir dieser Karabiner. Da muss man auch sowohl rechts als auch links drauf drücken. Das heißt, mit Daumen und Zeigefinger geht das sehr gut. Das schafft aber das Seil nicht. Noch sicherer, aber dafür für mich irgendwie nicht zu öffnen. Also ich kann man vielleicht, ist ja auch eine Geschmacksfrage und vielleicht kann man es auch üben. Hier ist der Knopf, den man drücken muss, um den Karabiner zu öffnen. Das muss man aber ja oft auch mit einer Hand können. Also mit diesem Karabiner komme ich nicht so gut klar. Das hier ist ein ganz normaler, typischer Drei-Wege-Schiebetwist-Karabiner. Das heißt, einmal schieben, einmal drehen und öffnen. Und das hier ist was ganz Tolles, weil im Verhältnis lässt sich der hier genauso öffnen. Auch hier muss man schieben, drehen, öffnen. Der Unterschied ist aber, wenn ich diesen Karabiner schiebe, dann muss ich ihn jetzt im Uhrzeigersinn drehen. In die andere Richtung lässt er sich gar nicht drehen. Bei diesem Karabiner ist es egal. Ich kann ihn schieben, jetzt kann ich ihn nach rechts drehen und aufmachen, kann ihn aber auch schieben und nach links drehen und aufmachen. Das heißt, wer eine Rechts-Links-Schwäche hat, wird diesen Karabiner auf jeden Fall aufkriegen, weil es egal ist, ob man ihn rechts oder links dreht, um ihn zu öffnen. Ja, um jetzt mit dem nächsten Skylotech-Karabiner weiterzumachen, die Querbelastung ist halt ein Problem für Karabiner. Die halten dann nicht so viel und man möchte das vermeiden.
Das hier ist ein Karabiner, den kann man für alles nutzen. Kann man wunderbar im Fels in den Haken hängen und dann kann man davon Toprope, man kann damit auch noch andere gute Dinge machen. Man kann auch sein Sicherungsgerät damit an dem Gurt befestigen und um dabei dann die Querbelastung verhindern zu können, hat dieser Karabiner zusätzlich dieses kleine Plättchen, das ich hier rausklappen kann. Das heißt, ich hänge mir den Karabiner in den Gurt, ich hänge auch mein Sicherungsgerät in den Karabiner, dann schraube ich den Karabiner zu und jetzt drücke ich dieses Plättchen raus und schraube den Karabiner wieder so weit auf, bis er dagegen schlägt. Plötzlich hat dieser Karabiner hier unten diese Kammer, in der sich dann die Einbindeschlaufe meines Gurtes befindet und dieser Karabiner kann nicht quer belastet werden. Wenn ich ihn jetzt wieder aufschraube, kann ich das Plättchen zurückklippen und jetzt ist es ein ganz normaler verschlossener Schraubkarabiner, den ich wie jeden anderen Schraubkarabiner auch verwenden kann. Finde ich sehr cool, weil sich dieses Plättchen halt wegklappen lässt. Das ist bei diesem Karabiner zum Beispiel anders. Das hier ist ein ganz normaler Schraubkarabiner, der zusätzlich eben diesen schwarzen Clip hat. Der verhindert genauso die Querbelastung, allerdings ist dieser Clip immer da. Diesen Karabiner werde ich eher nicht benutzen, um ihn irgendwie am Fels anzubringen oder irgendwelche anderen Sachen damit zu machen. Das heißt, diesen Karabiner kann ich eigentlich wirklich nur noch benutzen, um ein Sicherungsgerät damit am Gurt zu befestigen. Da finde ich das die elegantere Lösung. Es gibt aber auch noch andere Lösungen für das Problem. Hier von Black Diamond, ganz normaler Schraubkarabiner. Der hat den Vorteil, wenn ich jetzt den Karabiner in die hier mal in diese Bandschlinge in meinen Gurt hänge, dann muss ich ihn ein zweites Mal öffnen, damit die Einbindeschlaufe des Gurtes in dieser unteren Kammer hängt. Das heißt, auch hier ist die Querbelastung eher ausgeschlossen. Ähnliches ist hier bei diesem Karabiner der Fall von Climbing Technology. Hier gibt es unten diesen zusätzlichen Drahtschnapper, in den ich die Einbindeschlaufe hänge. Und auch jetzt ist die Querbelastung eher ausgeschlossen. Allerdings, wenn ich genug Kraft aufwende, dann springt auch die Einbindeschlaufe da wieder raus und auch dieser Karabiner würde dann querbelastet. Die Firma Climbing Technology hat diesen Karabiner verpflichtend gemacht bei ihrem Click-Up, weil das Click-Up als Sicherungsgerät eben nicht mehr funktioniert, wenn es quer im Karabiner hängt. Und deswegen ist es wichtig, dass die Einbindeschlaufe auch hier unten in diesem kleinen Drahtschnapper bleibt. Ja, jetzt gibt es auch noch diesen Karabiner von Austrian Alpine. Der hat zwei Kammern. Man öffnet immer nur eine. Das kann natürlich ganz praktisch sein, wenn ich zum Beispiel ein Sicherungsgerät nehme und ich es hier einhänge. Dann kann ich die andere Kammer öffnen, um es an einen Gurt zu hängen. Und jetzt kann ich zum Beispiel jemand anders sichern lassen und öffne nur die untere Kammer und hänge es in einen anderen Gurt und lasse das zum Beispiel in einer Kletterhalle im Toprope so hängen. Es kann nicht runterfallen, weil ich eben immer nur eine der beiden Kammern öffnen kann. Ich finde diesen Karabiner nicht so sicher.